Du Hurensohn. Ich hab eine Weißwurst. Du hast eine Weißwurst? Oh, na, wenn ich mir die so anschaue, da glaube ich aber eher, dass du eine Schwarzwurst hast, du alter. Hallo, mein Name ist Bernhard Hoecker und natürlich war auch schon 2006 das Blackfacing nicht in Ordnung. Deshalb ist es durchaus eine Frage, kann man sich diese Sachen von früher mit dem Wissen von heute völlig unbedarft ansehen? Eine Möglichkeit wäre, wir löschen das Ganze. Aber dann gibt es keinen Grund mehr drüber nachzudenken. Und genau das ist es, was Comedy, was Parodie, was Unterhaltung auch soll, das Gehirn anregen. iMakeYouArmAndSexy.com. Mach mit! Da war es natürlich niemals die Absicht, sich darüber lustig zu machen, dass Detlef die Soest eine dunklere Hautfarbe hat. Es ging nur darum, sich darüber lustig zu machen, dass er Schwachsinn redet. Heute muss ich in den Puff fahren, zum Taxifahrer. Meine Brüder Taitik, Taitik und Taitruck. Blackfacing, Yellowfacing, einige Parodien würde ich nicht mehr machen. Wieso? Benita lernt schnell. Sitz, Benita, sitz! Man schminkt sein Gesicht braun, um dann die Ethne, die man darstellt, zu verhöhnen. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Also meine Intentionen waren immer gut. Und bis jetzt, also nach 20 Jahren, Timing! Hat sich noch kein einziger in der Beschwerde. Benita, schaffst du es, ins Auto zu kommen? Komm. Benita! Nein, nicht aufs Auto! Diese ganze Diskussion, die finde ich großartig. Ja? Die zwingt uns Komiker dazu, zu reflektieren. 20 Jahre später zu sagen, hey, das, was du damals gemacht hast, das geht nicht mehr. Das ist natürlich einfach, eine einzelne Person anzugreifen. Aber eigentlich müsste man den ganzen Zeitgeist, Timing! Der damals herrschte, angreifen. Was natürlich viel schwieriger ist. Der Hornsohn. Herr Holzapfel, der ist mit einem anderen Mann verheiratet. Klingt schwul, ist aber so. Das soll unser schwuler Hexenmeister sein, hä? Was ist das überhaupt für ein praler Scheiß, hä? Die schwule, dicke Hundshow. Hey, weil du damals schwul gesagt hast, jetzt haben wir das Problem. Ja, es war andere Zeit, Mann. Das haben wir so getan, ein anderer Zusammenhang, Mann. Ja, Mann. Wir haben damals öfter mal das Wörtchen schwul verwendet für Dinge, die uncool waren oder die uns nicht männlich genug waren. Das würden wir heutzutage natürlich nicht mehr so tun. Ja, Mann. Heute sagen wir nicht mehr schwul, sondern... etwas viel Differenziertes. Nicht schwul, sondern... vegan. Söhnin, çabuk! Ihr Hurensöhne! Yeter! Bastard! Wu-Tang! Timing!